İnşallah ilk bir günde sohbet ya Afdoş. Enzi bilen meşhur bismillahirrahmanirrahim. Alı meselesi, alı meselesi, Muhammed. Alı meselesi, vayla resimli Muhammed indiysem. Ya. İlken ehli beyt kombin Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem saygın enkes sayın. Ya das vegin, ya esri das vegin, ilken sahibi ağabeyi konkörünün kayık. O da Çeçenistan, Rusya, Kafkasya, kanı kombin fon Çakadır dört tane Fırat. O da ekodosun. Pakistan, Keşmir, Afganistan. Ya ikafon Afganistan, Keşmir, Hindiye, Keşmir, Afganistan, Pakistan, Süt Afrika kankomen. İkafon Avrupa, konfor, Rusya, konkasa, Fonçuristin, Fonçuristin, Vazik, Gönlümet. Seyit, Hayda, Efendi Han inşallah. Ehli Beyt Dasvigil. Sayit, Hayda Efendi Han inşallah. İkafon Ehli Beyt Kumun Filahit. İnşallah. İlk bir hesapta inşallah almışsın. Sümbaz bil. İn İslam, Friden Sayit Esen. İslam is keine Terrorregion. İslam ist keine Terrorregion, das ist richtig. Prophet Muhammad war auch keine Terrorist, das ist auch richtig. Aber heute sozusagen der Terrorgruppe von Islam ist nicht echte islamische Glauben nicht. Sünniten Glauben nicht. Deswegen sie haben hintereinander miteinander Küfferlerde Amerikaner oder Russen oder Israeliten zusammen miteinander hängen und machen Bomben zu seinen Ländern. Das ist so. Haben Sie gesehen, in Beni Israel eine Bombe gebombt haben? Niemals. Deswegen, ich habe keine Probleme mit Juden und Christen, aber es ist so. Daher, wir müssen Frieden sein. Wir müssen Frieden sein. In Islam ist so, in einer Ayat, ich habe im Koran gelesen, in Türkisch, aufsetzen. Wenn du einen Muslime tötest, dann gehst du für immer nach Höhle. Oder? Das ist so. Für immer nach Höhle. Wenn einer Vers einer Ayat steht, dann schreibst du. Es ist so. Deswegen wir müssen vorsichtig sein, was wir machen. Wir müssen lassen wir Mensch, keine Tiere, nichts machen, keine Spinne beleidigen, nicht beleidigen. Islam meint das. Islam ist so eine Friedenskörper. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat so gesagt, wenn wir nach mir einer Prophet gekommen hätte, der wurde zweite Kalifa Hatrat Ömer Hatta Faruk. Nach mir einer Prophet gekommen hätte, Ömer Hatta Faruk. Aber das kommt nicht. Allah. Zum Beispiel vier Kalifa, hast du Bekir Siddiq, hast du Ömer, hast du Osman, hast du Kemal Özdemir. Das war größer. Selman'ın Farisi, Bilal'ın Habeşi, so Ebu Zeygar Fahri, so git Mosab bin Umer, so git weiter sahabe kuzum, so git weiter şunlar. Ebu Talha, Am bin Asım, so git weiter şunlar. Sahabe kuzum şunlar. Zum Beispiel, im Welt, 10 Leute haben so aşırı beşe, so Paradis gegangen şunlar. Sen Leute inşallah. Hazreti Fiyar Kalif Ebu Bekir Siddiq adallahu anhum Esri Emre'l Müminin Suvayet Emre'l Müminin Mehmet Tafaruk Nirayet Emre'l Hazreti Osman Afazin'in Fiyat Emre'l Hazreti Ali Kerem Hadar Kerem Allah ve Şahide Kerem Ich heiße Heide, ich bin dafür stolz ve ich Heide heiße, hieße. Weil das ist der Name von Imam Ali. Der Imam Ali war Schwiegersohn von Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Und Cousin von Prophet sallallahu aleyhi ve sellem. Fatıma Tuzeka war Tochter von Prophet sallallahu aleyhi ve sellem. Seine Familie hat mit
Fatih Maçı Taşan Kekim'in Fopi Hazırlaması. Ya. Daha. Daha vermişsin İslam Leben. İslam ist sonra heute zu Tage mit modern modern werde mit keine modern werde mit im mit mit modern keine modern im mit das ist in Islam so du kannst gute Kleidung getragen das sind keine Moment Imam Azam Ebu Hanif hat seine Zeitraum schönste Kleidung getragen das ist keine modern oder sowas das ist keine Kleidung oder sowas ist. Ich glaube nicht, aber die sind nicht so, aber immer war der Abu Hanifa war auch nicht reich. Der wurde schon da. Deswegen, inshallah, Tela, das würde ich sagen kann, das würde klar, klar, modern kann, zum Beispiel heute reformisieren oder neu reformisieren. Oder Islam, nur Dialogien, das ist kein in Islam. Von Christen von uns, Juden von uns diesen, das ist nicht in Islam. In Islam muss selbst sein, vier Messer, Sünniten, klar, Sünniten, Mittelpunkt in Sünniten, wir sind Sünniten, okay, klar, alles ist fertig. Wir müssen es nicht testen, inshallah. Wir müssen es nicht testen. Unser Problem ist dieses. Unser Problem ist dieses. Ich habe keine Probleme mit Wahhabi-Schiiten. Wahhabi-Schiiten. Ich habe keine Probleme mit Wahhabi-Schiiten. Mutezahid-Salam. Aber sie können es ihre Glaube leben. Ich habe keine Probleme. Ich lebe meine Glaube, meine Sunnite-Glaube. Das ist so für mich. Ja, das ist so. Daher Islam ist, hat der Islam als Säule, wir fünfmal am Tag beten. Fünfmal am Tag beten, morgen, vormittag, nachmittag, abends, nachts, oder? Wir müssen beten. Wenn wir morgen und nachts nicht beten, dann werden wir munafık getrunken. Dann wir gehen schlimmer als den Christen und Juden nach Höhle. Platz. Schütufe. Munafıken. Und derjenige, der nachmittags nicht gebeten machen, Aschur nicht gebeten machen, seine Gebet diesen Tag gilt nicht und alle Bet, das wichtigste Gebet im Tag. Das wichtigste Tag, das Nachmittag und seine Gebete gilt nicht, das ist so. Ja, es ist so, inshallah. Wir müssen vorsichtig sein, inshallah. Fünfmal am Tag beten, Koran und Sünnete Seniyye machen, Koran und Sünnete Seniyye Ayet Hadis machen, inshallah. Wir müssen den Koran und Sünnete Seniyye machen, Sünnete lassen, Koran und Sünnete Seniyye. Wir müssen beide leben. Manevriyat leben und